Nicht gut. Nicht gut ist der Pebble Drive. Ich habe auch gleich... Oh, er wurde überholt. Wir wurden richtig schnell überholt. Das kriegen wir nicht. Wir haben die 2800... Was? Habe ich gerade eben erst ausgewählt? Die müssen irgendeinen riesen Kickstart bekommen haben und haben alles da drauf gesetzt. Das ist alles null gemacht und da alles reingesetzt. Und dann das Event abgeschlossen. Egal. Also Pebble Drive habe ich ausgekickt und ich habe auch andere... Na, den habe ich vergessen. Ich habe auch andere Triebwerke rausgekickt, die einfach nur schlechter waren als alles, was wir jetzt schon haben. Also als das Pulsar-Ding. Und wir haben noch nicht mal den Advanced Pulsar. Der wurde irgendwie nicht freigeschalten. Das ist super nervig, ist sowas. Aber gut. Tech Tree. Pulsar. Advanced Pulsar Drive hat 50% Chance freigeschalten zu werden, ja. Warum ist das gelb? Ach, den können wir noch gar nicht haben. Nein, never mind. Also nur ist es gelb, weil wir dies gerade so schon erforschen, aber es fehlt halt noch, dass es dann erforscht ist. Ja, dann Daumen drücken, ne? Dass das Ding freigeschalten wird. Ich weiß nicht, ob unsere Punkte da jetzt schon mit reingerechnet sind. Oder ob das 50% Base sind. Und dann guckt ihr halt noch, wie viel... es gab noch irgendeine Forschung, die das erhöht. Und unsere Agenten, alle 5 Punkte in Science, erhöhen das um nochmal 1%. Ja. Dann müsste ich mich auch bei Zeiten umschauen nach einer Alternative, wenn wir das Ding nicht freischalten. Gerade jetzt im Hinblick auf diese neue Information, wie sehr ich darauf achten muss bei den Reaktoren, wie viel Strom die produzieren und wie viel dann die Triebwerke brauchen. Okay, jetzt aber erstmal weiter. Our enemies are still in control. Der Roll lief auch nicht so gut, das ist schade. Low Mars Orbit. Ich finde es nicht gut, dass ihr hier Schiffe baut. Aber es ist nur ein Schiff. Ja. Foxtrot 55. Du bist allein. Eigentlich müsstest du einmal abdocken. Mars Active Defense müsste einmal abdocken. Mars Active Defense joinen. Und Mars Active Defense dann wieder docken. Du stehst direkt. Was? Nicht zu Papa 190. Nein, du sollst zurück zur Tankstelle. Gut. So. Wir lassen den jetzt am Leben, weil er keine Bedrohung darstellt und ich will keine Punkte mit den Aliens verlieren. Ja. Und wir sollten eh einen Vorteil... Oh, 35 Punkte. Wir haben keinen so riesigen Vorteil dem gegenüber. Und vor allem, wenn wir gleich Arclaser erforschen, kriegen die ja auch Arclaser, ne? Na gut, wir könnten versuchen, denen das wegzusabotieren, dass es länger braucht. Dass wir dann ein Jahr lang oder was das haben und die nicht. Aber irgendwann werden die es auch haben. Geh zurück zur Erde. Oh, wir müssen... Was? United States? Das ist Norwegen. Warum kriegen wir eine Warnung über Norwegen und keine über die United States? Ja, das ist nicht gesichert. Ready to go. Kannst du nochmal... Oh, sie ist nicht untergetaucht. Aber es ist noch schwerer geworden, sie zu flippen irgendwie. 52%. I'm here. Kannst du sie irgendwie gefangen nehmen vorher? Das macht's einfach, oder? Hey, komm, nimm's gefangen. Und du versuchst es einfach nur so. 2%, 2 Punkte rein, 11%. Aber eventuell wird sie vorher gefangen genommen. Und sonst machen wir es nächste Runde. Klingt gut. Cash, du hast weiterhin einen Job und du hier auch. Den letzten Punkt endlich schnappen. Das stimmt doch nicht. What's the op? Purge. So. Removing our enemies. Norwegen müsste gesichert werden, das muss warten.
Ja. Confirm. Coil Gun Batteries. Was? Ja, stimmt, die Coil Guns sind fertig. Set as favorite stop. Wormhole Coil Gun Batteries. Das sind jetzt die Dinger, die keinen Schaden machen. Denke dran. Aber es hilft halt uns bei den. Bei Point Defense, glaube ich. Das also bitte schnell erforschen. Offering counsel. Bombardment ist fertig. Ayo. Das war verklickt. Es ist immer noch was da, aber es ist halt nicht so rot wie vorher. Earth Bomber macht bitte Bombing Run da unten. Continue. Gut. Curry Cannons, das sind jetzt die wichtigen Dinger. Stopp. Oh, Megafauna. Ist okay, das ist ein Panzer. Das ist gut für uns. Oh, und wir sind dunkelgelb jetzt nur noch. Perfekt. Okay. Es geht aufwärts. Also, ich wollte. Bei den Bomben fiel mir irgendwas ein. Mist. Forschung. Wir haben jetzt hier schon die Coil Gun Batteries. Ich hätte auch ganz gern die Coil Cannon. Da ebenfalls boosten. Weiter. We've got the package. Zuerst gefangen genommen. Das sollte jetzt das Flippen deutlich vereinfachen, oder? Nein. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte echt, weil dann halt die ganzen Organisationen nicht zählen, soll das dann einfacher wird. Gut, ist aber nicht. Oh, wir hätten... Oh. Okay. Continue. Wir müssen gleich mal schauen, ob wir nochmal gefangen nehmen müssen. Ey, Crackdown geklappt. Sehr schön. Ob wir nochmal gefangen nehmen müssen oder ob wir versuchen... das ohne Gefangennehmen zu machen, weil das Gefangennehmen manchmal länger hält. Democracy weniger. Immer Democracy weniger. Und Purge hat geklappt. Perfekt. Also, Finnland gehört jetzt uns. Wir haben immer noch Punkte frei. Oh, du hast ein paar Krieger am Laufen. Warum hast du so viele Krieger am Laufen? Du bist Finnland. Du bist einfach nur kalt und hast ein gutes Schulsystem. Und eine hohe Selbstmordrate. Und Heavy Metal. Finnland. Nicht Kriege mit der Türkei, Indonesien, Pakistan und Iran. Dip, dip. Confirm. Ja, das heißt, wir können Anfang des Jahres versuchen, eine Föderation-Einladung hinzubekommen. Wie schaut es mit Prioritäten aus? Du brauchst keinen Boost. Du brauchst Military wie jeder andere auch bei uns. Ticken mehr Unity, damit das hier besser ausschaut. Und der Rest bleibt, wie es ist. Oh, ich habe schon sehr gute Inequality. Also sehr gute Quality. Equality. Sollte helfen, dass die Leute nicht so grumpig werden. Volle Demokratie ist auch perfekt. Nee, das kann so bleiben. Jo, das bleibt so. Oh, wir müssen eh 180 Tage warten. Also das Januar bringt nichts. Ihr bombt weiter. Achso, wir haben die Armee da oben jetzt bekommen. Hat auch keine Navy, ne? Zwangsweise, weil ihr nicht genug Kontrollpunkte, nicht genug Punkte hier habt. Ja. Gut. Also, Cash. Wir sollten jetzt mal wieder hier bei der Academy gucken, was die so gerade haben. Gerade im Hinblick auf die Coil Guns. Also die hier haben nichts. Die hier haben gleich viel Lead Combatants durch. Aber wir sehen von denen keinen. Alien Technology.
Was unsere Freunde. Sind wir auch gerade befreundet? In Konflikt. Wir müssen unbedingt mit einem davon Hände schütteln. Ja. Kümmer du dich mal um Norwegen. Securing our control. Your orders? Mit dir können wir nichts wirklich Gutes machen. Also kümmerst du dich um Pflanzen. Going in hard. Ready for orders. Du versuchst nochmal zu flippen, aber jetzt ordentlich. Warum ist das so schwer bei dir? Personality 20. Loyalty 11. Sonst keine guten Sachen. Oh, doch, sowas ist gut. Wir sollten sie bestehlen. Wer kann noch alles bestehlen? Ready for orders. Du klau mal von der. Standing by for orders. Your orders? Du auch. Das stabilisieren, das sichern können wir später machen. Okay, ein Versuch, 30% gönnen wir uns, aber danach lassen wir sie. Ready. Wir halten sie auch nicht weiterhin gefangen. Kannst du vielleicht vorher noch irgendwas machen für mehr Punkte? Das da könnte notfalls raus. Haben wir irgendwas mit ein Personality? Zwei Personality. Braucht Government. Du hast kein Government. Nö. Können wir nicht. Also 30% müssen funktionieren oder halt nicht. At your service. Such du mal random Leute. Das ist immer noch weird, wie sie es geschafft haben. Egal. Confirm. Weiter. Political Unity. Also das ist jetzt ein Boost für Finnland. Social and Environmental Programs. Training Education. Immer Education. Our ship's ECM modules will now be effective against alien missiles. Das klingt sehr praktisch. So, die ganzen Buchdinger. Die sind gut. Kosten einen Punkt, machen einen Mainstat, also Science, machen Base Science und dann auch noch prozentual bei der Forschung. Das sind echt Burner-Dinge. Die will ich alle haben. Das hier ist auch sehr gut. Was haben wir hier noch? Live Research. 5%. Energy. Energy ist wichtiger. Den ganzen Fusionskram. Bombardment Ends. Mach weiter. Also schon mal sehr gut, dass diese super roten Sachen jetzt nach und nach weggehen. Bomber. Bomb bitte solche Spots hier. So. Asset acquired. Dich confirm. Critical Success. 50 Credits haben wir noch wegbekommen. Super. Oh, und sie ist rausgekommen vor dem Flippen. Oder vor dem Flip-Versuch. Mission abort. The servants have stolen key elements into executive privilege. My words meant nothing to them. Ne. Das geben wir jetzt auf. Wir verballern nicht unsere schönen Einflusspunkte, um das dann zu machen. Low Mercury Orbit. Das ist jetzt eher ein Problem, oder? Wir haben ja inzwischen keine Verteidigung mehr beim Merkur. Das heißt, die könnten uns jetzt einfach wegbomben. Kannst du bomben? Ja. Aber sollte nicht sehr super viel Schaden machen. Oh, MK3. Ja, doch. Also, wir müssen jetzt eine Merkurflotte wieder aufbauen. Design bitte. Razor 5. Upgrade. Aber wir haben jetzt ja den nächsten Reaktor.
Blob. 10,2. Targeting Computer. Haben wir bessere Targeting Computer inzwischen? Nein. Green Laser, Nanotube, haben wir bessere Rüstung? Nein. Ja. Razor 6. Gut. Safe. Ja, und die würden wir jetzt gerne auf Merkur bauen. Ship Construction. Mercury. Wir sollten die alten Modelle mal rauskicken. Das Problem ist halt nur, wir haben recht viele von denen noch. Die müsste man erstmal irgendwie aufstufen. Razor 6. Bau eine bei 86 Tage. Achso, das sind alles noch Tier 1 Basen, ne? Okay, dann bau mal bei 1, 2 und 3. Und bei 4, 5, 6, 7, 8... Motzen wir die ganzen... Das sind eigentlich zu viele. Wir brauchen nicht so viele davon, oder? Ich habe mir gerade überlegt, dass wir jetzt hier drei Schiffe bauen. Das sollte ja reichen für das eine Schiff da. Und dass wir die alle schon mal auf Tier 2 aufstufen. Aber braucht man wirklich 8 Tier 2 Schiffswerften? Also jetzt. Später bestimmt, um schnell Flotten aufzubauen. Aber jetzt? Was haben die Basen eigentlich so? Habt ihr noch irgendwo Platz? Also erstmal sind noch Tier 1. Das ist nicht gut. Bau. Wollen wir den Sprung jetzt machen? Alle Merkur-Basen auf Tier 2. Denn hier einfach nur, keine Ahnung, Fabriken und Tier 2 Forschung. Also nicht die prozentuale Forschung, sondern die Base-Forschung einfach nur. Ich habe zu wenig Erfahrung mit diesem an die Grenze rangehen. Weil eigentlich sollten wir bis 150 bauen können. Das würde jetzt nicht so super viel kosten. Ja, komm, mach's einfach. Upgrade, upgrade. Wir gehen jetzt... Base 1, Base 2, ich mache das aber etappenweise, damit wir nicht zu sehr irgendwie die Aliens auf einmal produzieren. Wir haben insgesamt 8 Stück, das heißt, wir haben jetzt 4 auf Tier 2 aufgestuft, wir warten, bis es durch ist, dann basteln wir rum und dann gucken wir weiter und dann upgraden wir die anderen 4 hier. Klingt nach einem guten Kompromiss. Zurück zur Erde. Eine neue Armee in New York City. Da kommt sie gerade ein. Die LZ ist secure. Oh, das hier soll er selber wegbomben. Also, wir versuchen jetzt nicht mehr die eine da zu flippen, das ist okay. Joyce, bitte wieder untertauchen. Hunkering down. Ready. Oh, wird von der Academy gesehen, das scheint bisher okay zu sein. Du untertauchen. Deep cover. Standing by. Du untertauchen. Going silent. Cash wird angeblich nie gesehen. Oh, Schutzherrschaft. Habt ihr immer noch das Leckere, was man da wegbomben könnte? Tech? Ja. Oh, das können wir nicht, ja. Das muss gemacht werden. I'm going in. Ready for my mission. Pola wurde noch nicht gesehen. Macht aber auch Sinn. Sie ist schon bei 16 Espionage. Das sollte passen. Da es mit den Bombern jetzt besser und besser funktioniert, können wir das mit dem... Pflanzen bekämpfen auch ein wenig runterschrauben, was die Agenten angeht. Haben Academy oder die anderen noch was?
Das hier könnte machbar sein. Der Rest ist nicht wirklich lohnenswert, nee. Nö, dann kannst du suchen. Es gibt nichts zu suchen. Guck trotzdem die genauer an. Vielleicht kriegen wir es hier hin, dass... wir wieder einen von denen flippen. Weil von den Untertanen sollten wir eigentlich immer einen haben. Wegen deren Basenbau und Kontakt, direkten Kontakt zu den Aliens und so. Das klingt wichtig. Wir haben schon Dezember, fällt mir gerade auf. Da war doch was, ne? Ja, Norwegen aufsaugen. Du guckst dir keine Leute an, du wirfst Briefe ein. Heading to the capital. Initiating deep cover. Bombard durch. Mach weiter mit hier. Bombardieren. Alien Lifeform. Skopje. Evading pursuit. Offering support. Hunkering down. Sollte nicht allzu lange dauern, ist nicht so infiziert. Yes, 5000 Punkte weg. Bam. Und 50 Forschungspunkte, was jetzt nicht die Welt ist. Solche Sachen, genau wie das Geld, sollte auch prozentual irgendwie angepasst werden. Aber mit den Organisationen klauen, wollen sie es ja eben im nächsten Patch anpassen. Mal gucken, was da so noch alles passiert. Ja, Bombardement ist durch. Flupp und weg ist es. Nice. Earth Bomber Bomb. Da bitte. Es war ein guter Fehler mit dem aus Versehen Fusion. To Household Television 2. Next Generation Aerospace. Huh. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwie hilft. Increase the max military tech level for all humanity by 0.5. Wir sind noch lange nicht dran am Cap, aber es scheint okay zu sein, die Forschung, und sie braucht nur 5000. Ja. Ich lasse es erstmal bei einem Punkt. Müssen wir gucken, wie die anderen sich da so reinsteigern und ob sie wieder irgendein Event haben mit 2000 Punkten. Ein UFO-Crash. In Zagreb. Oh, ist auch schon eine ganze Weile her, oder? Da wird jetzt also ein Agent sein, hm? Policy Direction complete. Wir sind bei 522, Unify Norway. 505. Hey, wir können das nächste Land übernehmen. Close, continue. Bombardment ends. Ja, dann direkt hier das, ne? Bombard. Zagreb. Das ging sehr schnell. Okay, es war wirklich nur so ein kleiner Fitzel-Tentakel, der da aus dem Raumschiff rausgeguckt hat. Da kriegen wir es nicht weg wegen der Base. Also wir könnten es trotzdem wegbomben, oder? Wie funktioniert das denn jetzt? Also wir bomben jetzt nur die Alien-Lifeform, wir bomben nicht die Basis. Scheint zu klappen. Ja. Okay. EU muss gesichert werden, alles muss gesichert werden langsam. Ready for orders. Ja, hier Cash, sicher. EU. Securing our interests. What's the op? Wer kann noch Where sichern? To? Du kannst noch sichern. Du sicher bitte. US. Joyce. Standing by. Standing by. Kann wieder advisen. Ist gar nicht untergetaucht, ne? Ready for my mission. Ja, standing ist okay. Standing by for orders. Du guckst dir die Aliens an. Kann sie das vielleicht Ready. Auch? Ja, guck du dir lieber die Aliens an. Und mit Aliwanza würde ich lieber ein Gebiet schnappen. Weiß er nicht was. Griechenland zum Beispiel.
Bulgarien. 27 Punkte, das ist nicht so die Welt, aber hey. Belarus, 22. Ich weiß nicht, ob wir auf Belarus Anspruch haben. Das ist schon recht weit östlich. Island, 30. Oh, schnappen wir uns Island. Go, go. Ganz übersehen da oben. Das kann weg. Ich glaube, das ist so erstmal okay, aber ich sollte jetzt wieder die Runde machen bei dem Planeten und bei den Agenten einmal durchschauen.